Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Elex. Wir haben uns den letzten Part hier auf in die Kneipe gemacht. Höre ich nicht mehr zu. Ja, okay. Ich soll denn damit rechnen? Und quatschen jetzt erstmal mit den Leuten hier. Einmal ist hier die Besitzerin, die ist ein bisschen ungut drauf. Ach, und dann haben wir hier Ace. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit Ace an. Wo ist er denn jetzt? Wenn das jemand hört. Ace, wo bist du hin? Auf der Sache kaut er schon seit Tagen rum. Ja, der ist weg. Ace, bist du Ace? Gar nichts wissen. Wo ist Ace? Sie kann einfach nicht aufhören, das rumzuerzählen. Wollte mit Ace reden, aber Ace hat sich verpisst. Ich hab zu lange gebraucht. Ja, kein Ace mehr. Dann reden wir jetzt erstmal mit Chloe. Warte, Ace ist da hinten. Das ist er. Ace, das bist du doch, oder? Ja, nice. Irgendwas ist komisch an dir. Er ist richtig. Hast du zu viel von Doc Stims in dich reingepumpt oder so? Nö, ich hab einfach schon einen Monat nicht mehr geduscht, ne? Das ist eine lange Geschichte, Bruder. Das ist eine lange Geschichte. Dann erzähl sie mir. Am besten spendierst du mir einen. Dann kann ich besser zuhören. Hier, kauf dir was Schönes. Hier, kauf dir davon etwas. Ah, du gehörst zu den Guten. Das habe ich gleich erkannt. Und die Sache mit deiner Geschichte, die kannst du mir später immer noch erzählen. Denn, naja, weißt du, normalerweise würde ich die Gelegenheit nutzen und dich zu einem kleinen Spielchen überreden. Aber ohne meinen Bruder wird das leider nichts. Was hat es mit deinem Bruder zu tun? Was hat dein Bruder damit zu tun? Er bringt mir Glück. Darum brauche ich ihn. Wenn er dabei ist, verliere ich nie. Okay, und wie kommst du so über die Runden? Also nur mit so Spielen oder was? Wie kommst du über die Runden? Ich gehöre den Läufern an. Das heißt, ich überbringe meistens Botschaften von einem Ort zum anderen. Ungefährlich ist das nicht gerade. Aber ich habe ein System entwickelt, das meine Überlebenschancen steigert. Ich spiele meist mit den anderen Läufern, wer von uns laufen muss. Und dabei schneide ich normalerweise gut bei ab. Ich muss dann auch los. Ja, hau rein, ne? Alles klar, also das ist sein Job. Er ist Läufer und sorgt aber dafür, dass er nicht laufen muss. Was kann ich gegen dich tun? Okay. Gibt's Probleme? Gibt es ein Problem? Kein Problem. Wenn du etwas kaufen willst, komm zu mir. Bei allem anderen, sprich mit Chloe. Das ist aber nicht sehr freundlich, deine Gäste so zu begrüßen, ne? So entgegen, weil du bist ja Wirt, ja? Du willst ja deine Leute bewirten und du möchtest ein gutes Klima für deine Gäste doch eigentlich, also, was hast du da anzubieten? Was habt ihr anzubieten? Alles, was deine Sinne benebelt, Alkohol, Stims, nur kein Elex. Der Trip von dem Zeug ist echt scheiße. Alles klar, dann zeig mal. Zeig mal, was du anzubieten hast. Kein Problem. Hast du ein bisschen Schnappes? Ja, guck mal, er hat eine Menge Schnappes. Da können wir eigentlich auch nochmal so... 15 können wir nochmal kaufen, würde ich sagen. Komm. Hab ich es auch gekauft, ne? Gut. Nein! Oh! Dann kaufen wir jetzt 20. So, hast du Glück gehabt. Dankeschön. Und jetzt reden wir mit Chloe. Da ist er auch selber dran schuld. Chloe! Wenn dir der Sand der Scheißwüste in der Kehle kratzt und du was trinken willst, sprich mit meinem Barkeeper. Wenn du anschreiben lassen willst, vergiss es. Und wenn du frei vögeln willst, dann such dir einen Schakal. Hab ich was vergessen? Wo sind diese Schakale, wenn ich mal fragen darf? Bist ein bisschen genervt, wa? Genervt? Ja. Die eine Hälfte der Leute hier im Fort sind Aasgeier. Und die andere Hälfte sind Halsabschneider. Dazwischen ich. Hier über die Runden zu kommen ist nicht leicht. Also, was willst du? Bist du hier der Boss? Bist du hier der Boss? Früher war es Baxter. Jetzt ist es der Duke. Mir gehört nur das Vergnügungsviertel. Wenn du also Spaß in dieser trostlosen Wüste suchst, dann bist du hier genau richtig. Aber denk bloß nicht daran, hier die Zeche zu prellen. Mad Bob ist ein guter Freund von mir. Wenn du hier Scheiße baust, dann hetze ich ihn dir auf den Hals. Nee, danke, den hab ich schon kennengelernt. Das muss nicht sein. Mad Bob lässt sich von dir herumkommandieren? Das kann ich fast gar nicht glauben. Mad Bob lässt sich von dir herumkommandieren? Natürlich nicht. Mad Bob lässt sich von niemandem herumkommandieren. Aber er weiß genau, dass ich alle seine Freudenorte unter Kontrolle habe. Also tut er mir hin und wieder einen Gefallen. Ansonsten brauche ich nur zu ihm zu gehen und zu behaupten, du hättest ihn Mad Bob genannt. Er hasst es, so genannt zu werden. Dann wird er sich von ganz alleine um dich kümmern. Nee, keine Sorge, das kriegen wir schon hin. Wieso sind die Outlaws noch immer hier in der Wüste? Ist ja schon ein bisschen scheiße hier, ne? Es ist heiß, es ist Sand und Sand kriecht überall hin. Man kann sehr schwer Nahrung anbauen, also eigentlich ist es ja richtig kacke. Wieso sind die Outlaws noch immer in der Wüste? Wir mögen es hier. Auch wenn ich von der Hitze und dem ganzen verschissenen Sand echt die Schnauze voll habe. Kein gesunder Mensch will hier leben.
Das bedeutet aber auch, dass wir tun und lassen können, was wir wollen. Wir wollen die alte Welt gar nicht zurück mit all ihren Regeln und Gesetzen. Verstehe. Du, William hat mich geschickt. William schickt mich. Och nee, geh mir nicht auf den Sack. Du bist doch bestimmt hier, um den Tribut für den Duke einzutreiben, oder? Richtig erkannt. Dann kannst du gleich wieder abhauen. Ich habe keine Splitter, die ich als Tribut zahlen könnte. Wenn du betteln willst, dann schließe dich mit dem Penner Red zusammen. Hol dir die Kohle bei ihm. Er schuldet mir sowieso noch was. Ah, Pennerbündnis. Ist es dein Ernst? Gib mir die Splitter, sonst hole ich sie mir. Kann ich leider nicht. Na gut. Ist das dein Ernst? Sehe ich so aus, als würde ich scherzen? Ich habe es William schon 1000 Mal gesagt. Ich kann nicht zahlen, ich bin pleite. Wenn du es von Red nicht eintreiben kannst, kann ich dir auch nicht helfen. Okay, kannst du mir was beibringen? Bring mir etwas bei. Na gut. Kann ich bei dir... Oh, hier Attributpunkte. Kann ich bei dir Chemie lernen? Falschen kann ich lernen. Händler geben dir einen Rabatt. Kampftheorie. Überlebenstheorie. Praktika. Du bekommst mehr Erfahrung für erledigte Missionen. Ja, da sind wir noch weit von weg. Bücherwurm würde mich ja abholen, aber Intelligenz 50 sind wir auch noch weit von weg. Erfahrener Jäger. Du bekommst mehr Erfahrung für getötete Feinde. Überall Intelligenz 50. Da sind wir leider noch weit von weg. Aber vielleicht kriegen wir das ja bald hin. Du bist der Erste, der es kapiert hat. Ja, ich bin halt auch ein Schlauer, ne? Das kann ich nicht glauben. Ich denk mir meinen Teil. So sieht's aus. Ich guck mal jetzt, ob die Dame jetzt fertig ist mit Tanzen. Dass wir vielleicht mal mit ihr quatschen können. Der Panzer hat's, glaube ich, hinter sich, oder? Da haben wir eine Meinung. Das Thema, ja, sag ich doch. Das Thema ist durch. Hier oben noch irgendwas drauf. Der Bude. Sieht nicht so aus. Na gut, dann gehen wir nochmal zu den tanzenden Damen. Und gucken mal, ob wir dort jetzt vielleicht zu einem Gespräch kommen. Und ich würde vorschlagen, dass wir dann gleich als nächstes erstmal Chemie lernen. Damit ich mir Tränke machen kann, weil dann können wir uns richtig pumpen. Wir haben sehr viel Material, also reines Elix und so ist ordentlich was am Start. Da kriegen wir schon gut was zusammengerührt, würde ich sagen. Cutter, moin! Halt! Nicht so schnell! Was willst du hier im Vor? Hattest du gerade nicht noch einen Helm auf? Ich will mich euch anschließen, das ist hier momentan mein Problem. Ich will mich euch anschließen. Na, wenn das so ist, immer rein mit dir. Meine Aufgabe ist es, alle Leute aufzuhalten, die nach Ärger aussehen. Aber du siehst nicht schlimmer aus als die meisten anderen hier. Außerdem habe ich keine Lust auf Stress und würde am liebsten einfach nur in der Sonne braten. Von daher kannst du dich hier frei bewegen, wenn es nach mir geht. Also Kata ist der Typ, der nett ist, ne? Was gibt's denn hier im Fort so zu sehen? Was gibt es hier im Fort zu sehen? Das Fort ist in 4 Bezirke unterteilt. Es gibt das Vergnügungsviertel, das wird von Chloe geleitet. Das Schrottviertel wird von Mad Bob überwacht. Geht ihm besser aus dem Weg, der stinkt irgendwie. Mhm. Das Kämpferviertel gehört zu Blake oder war es Big Jim? Bin mir nicht mehr sicher. Und zuletzt das Händlerviertel, das geleitet wird von, habe ich auch vergessen. Die Bosse hier wechseln teilweise schneller als ich meine Unterhose. Die einzige Konstante ist der Duke. Der steht über allem. Was machst du hier, wenn du sowieso eigentlich jeden durchlässt? Also ich würde sagen, ja, gute berechtigte Frage. Was machst du hier, wenn du sowieso jeden durchlässt? Tja, das frage ich mich auch. Der Konverter steht auf der anderen Seite des Lagers. Hier kommt sowieso nie jemand durch. Meine Arbeit könnte auch ein Roboter erledigen. Also, wenn du zufällig auf deinem Weg einem Roboter begegnest, der gerne Tore bewacht, schick ihn zu mir. Ich werde einen finden. Was hat deine Aufgabe hier mit dem Konverter zu tun? Wenn die Alps angreifen, dann mit Sicherheit von dort, wo sie ihren Konverter stehen haben. Immerhin wollen sie doch einen schönen kurzen Weg, wenn sie unsere Männer verschleppen, um ihnen im Konverter das Elex auszusaugen. Deswegen ist das Tor drüben so gut gesichert. Durch das Tor hier kommt nie jemand. Fast schon sinnlos, es zu bewachen. Wie gesagt, eigentlich die Aufgabe eines Roboters. Ich hol dir so ein Ding. Bezahl mich und ich organisiere den Roboter. Bezahl mich und ich besorge dir einen Roboter. Ist das dein Ernst? Ja, nee, ernsthaft, mach ich. Nein. Ich kann mich doch nicht von einem Roboter ersetzen lassen. Oder? Wieso denn nicht? Wieso nicht? Lass mich überlegen.
Die Idee ist gar nicht mal so schlecht. Die Kleriker machen sowas doch dauernd. Wieso wir nicht? Den ganzen Tag herumliegen und einen Roboter seine Arbeit machen lassen? Klingt eigentlich sehr gut. Irgendeine Idee, wie wir das anstellen wollen? Ich meine natürlich nur, wenn du mir helfen willst. Nee. Du eine Idee? Nein. Hast du eine Idee? Ich denke, wenn wir das durchziehen wollen, brauchen wir die Hilfe von Elmer. Aber vorher brauchen wir das KI-Modul einer Drohne, das Elmer für uns umprogrammieren kann. Wenn du mir dabei helfen willst, bekommst du natürlich auch was von mir. Wie wär's mit 10% meines Lohns? Ich muss schließlich nicht mehr selber arbeiten danach. Ja, das klingt für mich nach einem fairen Deal, also ich hole so ein Teil für dich. Ich werde ein KI-Modul für dich finden. Ich habe nicht weit von hier eine Drohne gesehen. Sie sah aus, als hätte sie jemand dort zurückgelassen. Hat vermutlich keine Befehle mehr oder ist kaputt. Auf jeden Fall hat sie sich nicht bewegt. Ich gebe dir die Koordinaten. Geh zu ihr und bring ihr KI-Modul her. Dann sehen wir weiter. Ja, machen wir. Ist die Drohne so weit weg, dass du mir die Koordinaten geben musst? Oder kannst du nicht mit dem Finger drauf zeigen? Ist die Drohne so weit weg, dass du mir die Koordinaten geben musst? Also, eigentlich nicht. Ich kann dir den Weg auch beschreiben, wenn du willst. Siehst du den Leuchtturm da hinten? Nein. Wenn du von hier aus geradeaus auf ihn zugehst, stößt du schnell auf eine Felswand. Wenn du davor stehst und dich nach rechts drehst, müsstest du in einen Canyon schauen. In diesem Canyon habe ich die Drohne gesehen. Okay, auf den Leuchtturm latschen, da hinten. Und sobald ein Canyon kommt, reinschauen und dann rechter Hand sollten wir eine Drohne finden. Okay. Aber später. Jetzt gucken wir erstmal noch bei der Dame vorbei. Klauen uns hier noch ein Brot. Klappstuhl. Moin. Mal gucken, ob die jetzt fertig mit Tanzen ist. Irgendwann muss sie auch mal müde werden. Ich bin des Tanzens müde. Wir erinnern uns noch. Gothic 3. Hi. Tanzt ja immer noch. Das ist. Ich weiß auch nicht. Ich möchte gerne mit dir sprechen. Na gut, okay. Irgendwann eines Tages wird sie fertig sein. Wir machen jetzt aber erstmal Folgendes. Wir gucken jetzt mal hier hin und schauen dann mal, wo wir Chemie lernen können. Bei einem Handwerkslehrer. Handwerkslehrer. Haben wir sowas hier? Überlebenslehrer, Outlaw-Lehrer, Kampflehrer, Persönlichkeitslehrer. Ich habe noch keine Handwerkslehrer hier gefunden, aber ist kein Thema. Ich guck mal im Hort, weil da mögen mich die Leute noch. Bei den Berserkern habe ich ein bisschen verkackt. Persönlichkeitslehrer, Überlebenslehrer, Kampflehrer, Handwerkslehrer. Guck mal so direkt da vorne. Einen guten Xander. Dann soll der mir mal Chemie beibringen und dann lernen wir mal, wie wir ein paar Tränke machen. Und dann jückeln wir uns hier einfach in die Figur, ne? Lauf, lauf, lauf! Ich hoffe, der ist jetzt nicht böse, weil wir andere Klamotten anhaben. So ein bisschen, ne? Moin, Xander! Kannst du mir was beibringen? Bring mir etwas bei. Gut. Gut. Ich würde gerne Chemie lernen, wenn es gefällig ist. Danke dir. Boing! Oh, jetzt brauchen wir eigentlich nur eine Werkbank. Finden wir sowas hier? Wird das hier irgendwo angezeigt, wo die Dinger sind? Wobei, brauchen wir ja gar nicht hier machen. Da können wir wieder zurück zu unseren Kumpels gehen. Denn direkt beim Bunker des Dukes, unten ist ja eine Werkbank. Dann gehen wir einfach dahin. Zack. Einmal rein. Hier mit dem Duke müssen wir auch noch labern. Aber keine Sorge, das kommt noch. Aber erstmal hier runter. Ui. Okay, ich dachte, ich kann runterfallen. Hat nicht geklappt. Moin, Lagermeister. Oh, das ist eine geheime Sprachaufnahme. Da komme ich immer mal des Nächtens nochmal wieder, ne? Ich nehme mal eben deine Werkbank, ja? So. Tränke herstellen. Ein starker Elex-Trank gibt mir Lernpunkte. Kann ich den auch schon machen? Was brauchen wir denn dafür? Dafür brauchen wir 2 normale Elex-Tränke und reines Elex. Okay, warte mal. Gehen wir erstmal zurück. Machen wir jetzt erstmal normale Elex-Tränke. Also, Elex-Trank. Dafür brauchen wir Schnaps und reines Elex. Oder kleine Elex-Tränke. Ah, das geht auch. Da fertigen wir mal 4 Stück an. Bums.
Und hieraus können wir nochmal 15 anfertigen. Ja, Gönnung. Ums. So. Jetzt gucken wir mal. Wir können ja dann, gehen wir mal zurück. Dann können wir ja nochmal starke Elex-Tränke trotzdem mal eben so zwei. Können wir ruhig mal machen. Ah ne, da brauchen wir noch mehr reines Elex. Hab ich gerade alles weggeballert. Dumm. Okay, dann heben wir 4 von den Dingern halt einfach auf. Jetzt geht's aber erstmal los. Jetzt gehen wir da mal rein. Tränke. Hierhin. Tränke. Großer Heiltrank, Elex-Trank da. Das gibt mir Attributspunkte, und zwar 2. Davon nehmen wir jetzt mal ein. Noch ein. Noch ein. Noch ein. Noch ein. Noch ein. Noch ein. Rein mit den Dingern. Dann wir heben mal so 4, heben wir erstmal am Ende auf. Für Lernpunkte. Na, heben wir erstmal 6 auf. Wie viel? Jetzt haben wir 27 Attributspunkte. Was brauchte ich? Stärke auf 50 oder was? Geschicklichkeit? Ich muss mal checken, warte mal. Jetzt kommt hier der Push rein, Leute. Jetzt geht's aber richtig los. Wir gehen mal zu dem Typen mit den Waffen. Wollte so eine Waffe haben. Jetzt geht das los. Wuhu! Hui! Upsala. Einmal zum Waffenmann. Und danach können wir ja schon in Richtung Jetpack-Angriff gehen. Und gegebenenfalls natürlich Intelligenz raufballern. Weil wir dann so schöne Dinge wie mehr Erfahrungspunkte durch Bücher lesen und sowas leveln könnten, was ich ja sehr viel mache. Bin sehr verwirrt, wo bin ich denn jetzt? Achso, hier. Ich bin irgendwo nicht da, wo ich sein wollte. Muss nur irgendwo anders hin, das ist nicht richtig hier. Warte, wir kürzen das ab, ich bin ja schlau. Hier wollen wir doch hin. Willst du nicht schnell reisen? Nein? Dankeschön, das war der Plan. Und dann nehme ich durch den Eingang rein. Und direkt rechter Hand ist ja auch schon der Händler mit den Waffen. Du warst das, ne? Ja. Zeig mir mal deine Ware. Zeig mir deine Ware. Aber natürlich. Aber natürlich. Und zwar hast du für mich den Reaper. Ach guck mal, das ist ein Reaper Stufe 2. Den können wir auch selber herstellen, oder? Den müssen wir nicht mal unbedingt kaufen. Oh, hallo, holy shit, warte mal. Das ist ja Stärke 68 und Konstitution. Ich wollte den Schredderer haben, ne? Damit wollten wir anfangen. Dafür brauchen wir... Der macht plus 10. Gut, der Reaper würde uns mal eben entspannte 39 machen, aber ich glaube nicht, dass wir Stärke 68 schon hinbekommen. Also Schredder ist auf jeden Fall jetzt erstmal Stärke 49. Gucken wir mal, wer wir damit kommen. Stärke 49, also Stärke 1, 49, wunderbar. Das können wir mal übernehmen. So, jetzt gucken wir mal in unsere Lehrdinge, die wir noch lernen wollten. Wir wollten auf jeden Fall lernen, Kampf, den Jetpack-Angriff. Dafür brauchen wir Geschicklichkeit 50. Holy moly, Geschicklichkeit 50. Da sind wir ja ganz weit weg. 50, ey. Konstitution. Was haben wir denn noch? Wie ist das mit Kampf? Mehr Ausdauer brauchen wir Konstitution 60. Rüstung, Konstitution 55. Nahkampf erhöhen. Geschicklichkeit 35. Und Stärke 55. Geschicklichkeit 35 und Stärke 55. Könnten wir mal versuchen. 35. Dim, dim, dim. Ah, schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Dann pumpen wir, glaube ich, doch eher mal in Geschicklichkeit rein, wa? Dass wir diesen Jetpack-Angriff lernen können. Oder wir gehen doch wirklich noch mehr auf Stärke. Ach, ist schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Geschicklichkeit 50 ist halt krass. Wir haben ja noch nicht mal Stärke 50. Also wir machen jetzt erstmal das. Was wollte ich noch haben? Ja, übernehmen wir erstmal. Stärke 55. Okay, machen wir das mal eben. Bam, bam, bam. Reicht nicht mehr, mehr. Okay. Damit sind wir schon wieder am Ende. Gut, wir können natürlich noch reines Elex und so weiter kaufen und weiterarbeiten. Das geht ja noch. Wir brauchen ja nur reines Elex und Schnaps und dann können wir uns noch mehr herstellen. Ich denke, daran sollten wir arbeiten.
Meine Lieben, wir machen aber jetzt an dieser Stelle erstmal, nachdem wir die coole Waffe gekauft haben, Moment, weil jetzt werde ich mich so vergessen. Aber natürlich. Lass uns mal hier den Schredderer kaufen. 1350, aber das gönne ich mir. Das macht immerhin nochmal 10 mehr Schaden. Den nehmen wir sowas von. Handel akzeptieren, Inventar. Scheiße, ist eine Zweihandwaffe. Macht aber nichts. Ist eigentlich egal. Wir nutzen eh kein Schild. Also insofern ist doch eigentlich egal. Wir nutzen ja eh kein Schild oder sowas. Insofern können wir ruhig eine Zweihand-Axt nehmen. Ne? Warum nicht? Muss man mal gucken. Aber da habe ich mich jetzt gerade verkauft. Aber ist doch egal, da stehe ich jetzt zu. Meine Lieben, wir machen dann an dieser Stelle jetzt erstmal einen kleinen, ganz muggeligen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte wie immer entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback sehr, sehr gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch ganz viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.